Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer und in diesem Video geht es um das Thema Kaltkontakte und wie du eben im kalten Markt neue Kontakte für dein Network-Marketing-Geschäft generieren kannst. Zunächst mal, Kaltkontakte hört sich immer so ein bisschen komisch an. Letzten Endes geht es darum, aus Menschen, die man jetzt noch nicht kennt, zu denen noch kein Kontakt besteht, die dazu bewegen, dass sie sich für dein eigenes Unternehmen halt interessieren oder dass du dir dementsprechend halt, ich sag mal, einen qualifizierten Termin legen kannst, etc. Aus der heutigen Sicht ist es, oder aus meiner Sicht ist es heute überhaupt nicht notwendig mehr, Kaltkontakte zu machen, weil wir haben heute durch das Internet, durch Social Media, durch soziale Netzwerke, durch Business-Netzwerke, durch Netzwerkveranstaltungen, die es überall in Hülle und Fülle gibt, gibt es eigentlich aus meiner Sicht gar keine Notwendigkeit mehr, irgendwo jetzt bei einer Firma aufzuschlagen und dort sein Produkt anzupreisen, weil du hast heute echt die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die du noch nicht kennst, den Kontakt aufzubauen und dir dadurch halt eben qualifizierte Termine zu legen. Von daher wäre das aus meiner Sicht gar nicht notwendig. Wenn du jetzt aber das Video eingeschaltet hast, weil du sagst, okay, ich möchte zum Beispiel im Alltag, wenn ich unterwegs bin und mir fällt eine Person auf, die ich interessant finde, wo ich denke, die könnte in mein Team dann halt dementsprechend passen. Oder wenn du Telefonakquise betreiben willst, ja, dann soll dieses Video jetzt dann trotz alledem für dich sein und möchte da ein paar Tipps einfach mit auf den Weg geben. So, also, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, in die nächste Stadt zu fahren, dort Interessenten für dein Geschäft zu gewinnen, ja, dann macht es Sinn, das gilt fürs Telefon genauso oder grundsätzlich für jede Form, ich sag mal, wo du Kaltakquise in Anführungszeichen betreibst, macht es unter Umständen Sinn, dass ihr euch in kleine Gruppen zusammenschließt. Warum? Gruppen haben den Vorteil einfach, dass man ja als Team unterwegs ist, man hat ein Stück weit Zusammenhalt, es gibt keine Ausreden, weil wenn du mit einem Team irgendwo hinfährst, um eben Kontakte zu machen, dann ist das Ziel. Wenn du alleine unterwegs bist, dann kann es natürlich durchaus sein, dass dann dein innerer Schweinehund sich meldet und sagt, komm, wir lassen uns erstmal einen Kaffee trinken, dann trinkst du einen guten Kaffee, dann notierst du irgendwas, dann musst du vielleicht noch auf einmal einen Kunden anrufen, etc. Ja? Also das heißt, du bringst dich in dem Moment, wo du es als Team machst, schon in eine Situation, wo es einfach kein Zurück mehr gibt und dann geht es einfach um die Sache. Natürlich ist dann auch, wenn mal was nicht so gut läuft, hast du halt auch noch das Team, was dich auffängt, was dir Feedback geben kann. Du kannst dich deutlich verbessern, deine Lernkurve ist einfach viel, viel besser, wenn du auch mal bei anderen sehen kannst, was bei denen so läuft, wie die das machen, etc. Und so ist es eben halt auch am Telefon. Also, und mir geht es jetzt nicht darum, einen gewissen Leitfaden, den du dann für alles verwenden kannst, sondern mir geht es eigentlich eher um den Ablauf und die Prinzipien dahinter, dass du einfach für dich das in jede Art und Weise dann übertragen kannst, ja, in jede Marketingaktivität, die du für dich dann so in dem Rahmen halt gehen möchtest. Und wichtig ist als allererstes, dass du grundsätzlich für dich einen Pitch hast, ja, oder einen Aufhänger hast, den du im Prinzip auswendig beherrschst, ja, dass du da, wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, dass du das wirklich aus einer tiefen inneren Ruhe raus machen kannst, ja. Natürlich sind die ersten Gespräche, können natürlich schon ein bisschen, kann man schon nervös sein oder solche Dinge, das ist bei mir auch immer so der Fall, ja, das werde ich auch nie ablegen können. Ich weiß aber, dass es normal ist und dementsprechend kann ich halt ruhiger agieren. Und das geht aber nur, wenn du eben deine Gesprächsleitfäden, wenn du deine Anknüpfungspunkte, wenn du die mit Dinge halt einfach im Kopf hast, ja, wenn du die auswendig kannst. So, und dann ist es so, such dir etwas, ist jetzt beim Telefon etwas schwieriger, wenn du aber im Direktkontakt bist oder in der nächstgrößeren Stadt und dann dort neue Kontakte generieren willst, dann hast du halt eben, dann solltest du dir einfach was Positives raussuchen. Also wenn du jetzt eine Person siehst, wo du denkst, hey, könnte ich jetzt ansprechen, wird mich, also die Person, die ist interessant für mich genug, um einfach mal zu schauen, ob sie zu uns ins Unternehmen passt, dann such dir was raus, was dir an der Person positiv auffällt. Wenn dich ein Verkäufer gut berät, dann könntest du den Beratungsstil zum Beispiel erwähnen oder wenn du
jemanden siehst auf der Straße, wo du denkst, Mensch, macht echt einen tollen Eindruck, ist vielleicht durchtrainiert oder hat ein tolles Schmuckstück oder so, ja, dann bezieh dich darauf, ja. Und der zweite Schritt ist dann eben, ja, dann einfach mit der Person kurz ins Gespräch zu kommen, ja, um dann eben die Kontaktdaten auszutauschen. Und in der Praxis kann es dann zum Beispiel so aussehen, wenn du jemanden siehst auf der Straße, der zum Beispiel eine tolle Uhr hat, ja, dann kannst du sagen, Mensch, ey, tolle Uhr haben Sie hier, sind Sie aus? Ja, also das habe ich immer. Ich habe immer Bezug genommen auf etwas, was ich wirklich toll fand, weil dann konnte ich das auch ehrlich, ja, den Menschen sagen, ja. Und oder halt so wie jetzt in meinem Fall, ah, ich sehe, Sie sind auch Brillenträger, schicke Brille haben Sie da. Darf ich fragen, wo haben Sie die her? So, und das sind solche Anknüpfungspunkte, ja. Und das geht halt, wenn du das trainierst, wenn du dir im Vorfeld einfach mal guckst, was ist denn gut an den Menschen, was ist ein tolle Erscheinung, gepflegtes Äußeres oder wie auch immer, man findet wirklich immer was. So, und dann hast du im Prinzip schon mal das Eis gebrochen oder du könntest auch fragen, Entschuldigung, sind Sie hier aus, dann setzt du halt deine Stadt ein, sind Sie hier aus Hamburg, aus Berlin, ja? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, wenn die Person jetzt gerade hier ist. Oder du kannst auch sagen, sind Sie aus Hamburg und Umgebung, aus Berlin und Umgebung? Und können Sie mir hier vielleicht ein tolles Café empfehlen oder so, ja? Also den Einstieg festlegen. So, und dann wird die Person sagen, ja, ich komme hier aus der Umgebung oder nee, ich wohne ein Stückchen weiter weg, ich empfehle Ihnen das Café XY und so weiter und so fort. Ja, so, also dann bist du im Gespräch drin. So, und dann kannst du sagen, Mensch, vielen Dank, dass Sie mir das so nett erklärt haben. Darf ich Sie nur kurz was fragen, weil ich bin geschäftlich hier unterwegs und zwar, ich bin für eine große deutsche Aktiengesellschaft tätig und ich suche noch drei Schlüssel, beziehungsweise ich habe noch drei Schlüsselpositionen zu besetzen. Und Mensch, ich habe mir gedacht, Sie könnten da vielleicht eine Person sein. Macht es Sinn, dass wir uns mal drüber unterhalten? Oder was du auch sagen könntest, sind Sie offen für eine berufliche Chance? Die Worte sind austauschbar, darum geht es nicht. Es geht immer um den Ablauf. Ja? So, und dann merkst du ja, was die Person sagt. Und dann kommt in der Regel eigentlich immer drei Reaktionen, ja. Entweder die Person sagt, nee, ich bin eigentlich super zufrieden, ja, dann kannst du hergehen und kannst sagen, ja, überhaupt kein Problem, wäre ja jetzt auch wie ein Sechser im Lotto gewesen. Ich dachte einfach, sie könnten jemand sein. Kennen Sie vielleicht zufällig jemanden, an den Sie gerade spontan denken? Dann könntest du auch hier wieder einen neuen Kontakt generieren. Ja, also ich versuche auch hier immer das Maximum dann rauszuholen aus dem Gespräch. Aber wenn halt die Person nicht will, ist das ja auch völlig in Ordnung. Ja, so die zweite Reaktion könnte sein: worum geht's denn da? Ja, also ist auch immer so eine Frage, die dann häufig kommt: worum geht's denn da? Und jetzt ist es halt einfach wichtig, dass du schaust, dass du relativ wenig Zeit hast. Das könntest du zum Beispiel in der Ansprache schon mit einbauen. Ich habe zwar gerade wenig Zeit, weil ich hier geschäftlich unterwegs bin, aber ich muss sie jetzt einfach ansprechen. Ja, und dann kannst du dich darauf wieder beziehen. So, und wenn jetzt jemand fragt, worum geht's denn, dann kannst du sagen, dass das jetzt in dieser Situation halt eben einfach nicht die richtige Umgebung ist oder dass du halt gerade sehr wenig Zeit hast und nicht das Ganze jetzt so im Detail erklären kannst, wie es ja erforderlich wäre. Ja? Und jetzt hast du dann zwei Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Du kannst aber sagen, wissen Sie, lassen Sie uns doch Folgendes vereinbaren. Wir tauschen Kontaktdaten aus. Sie geben mir Ihre E-Mail-Adresse. Ich sende Ihnen dann nachher alle Informationen per Mail schon mal zu. Und dann können wir ja kurz telefonieren. Dann können Sie mal ein Feedback geben. Wir können dann offene Fragen klären. Und dann macht das Ganze Sinn. Und dann haben Sie auch alle Informationen, die Sie brauchen, einverstanden. Also das habe ich dann immer so gemacht. Einverstanden, Kopfnicken. Und genau. Ja, und dann hat man eben die Visitenkarten getauscht oder die Telefonnummern ausgetauscht, die E-Mail-Adresse gegeben. So, und dann kannst du die Infos zuschicken und kannst nachfassen. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Person sagt, ja, das wäre für mich schon interessant. Was muss man da konkret tun? Und dann machst du das Gleiche wieder. Wichtig ist, und das würde ich dir einfach empfehlen, nicht zu viel erklären, sondern einfach immer eine Verknappung schaffen, dass du gerade wenig Zeit hast, dass du gerade auf dem Sprung bist. Ja, einfach, dass du nicht, dass die andere Person einen vernünftigen Grund hat, warum du es jetzt nicht erklärst. Ja, so, und dann gehst du einfach wieder drauf, Kontaktdaten tauschen und
ja, den Leuten dann die Infos zuschicken. So mache ich es, so habe ich es ja früher sehr häufig gemacht. Heutzutage, wie gesagt, mache ich diese Art der Akquise ganz selten dann, nur wenn sich das mal ergibt, wo ich sage, Mensch, die Person müsste ich jetzt unbedingt ansprechen, wenn ich irgendwo gerade unterwegs bin. Aber in der Regel brauchst du heute keine Kaltakquise mehr machen, weil du, wie gesagt, über soziale Netzwerke, du kannst dir das Profil der Leute schon anschauen. Ja, du kannst dann mit den Menschen in Kontakt treten auf eine sehr angenehme Art und Weise und dann einen qualifizierten Gesprächstermin, ja, dementsprechend vereinbaren und musst nicht mal, theoretisch musst du nicht mal heutzutage mehr das Haus verlassen, um dein Geschäft ja aufzubauen. Okay, ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung dazu mitteilst. Findest du unterhalb des Videos die Kommentarfunktion. Freue mich da, deine Erfahrungen, deine Meinungen zu hören. Und ja, ansonsten, wenn du Lust hast, auf eine Zusammenarbeit, wenn du sagst, du möchtest dir ein langfristiges, lukratives Geschäft aufbauen in einem tollen Markt, dann findest du auch unterhalb des Videos, ja, weitere Informationen. Verschaff dir einen Überblick drüber. Ja, schau, was für Vorteile du hast, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Und wenn es dann für dich interessant ist und du auch wirklich bereit bist, die notwendige Arbeit zu tun, ja, dann nimm gerne Kontakt auf und dann freue ich mich auch von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.